Fernsehen ist nicht ganz so einfach. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, unsere Lieblingssendung Sabine Christiansen, da gehört schon einiges mehr dazu, wenn Sie so eine Sendung auf die Beine stellen wollen. Es ist Sonntag, 15 Uhr. Wir sind dabei. Mittendrin bei den Vorbereitungen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Sabine Christiansen. Geschäftiges Treiben auf den Redaktionsfluren. Während das Licht für Frau Christiansen aufgebaut wird, treffen sich Redaktion und Regie zum ersten Meeting. Die First Lady des investigativen Journalismus gilt als kapriziös und schwierig. Es gibt das Gerücht, sie hätte mal einen Praktikanten krankenhausreif geschlagen, bloß weil er ein Foto von Sandra Maischberger in seiner Brieftasche hatte. So, wie war das Wochenende bei euch? Ich war im Kino. Robert De Niro ist wirklich ein erstklassiger Schauspieler. Interessiert nicht. Ich habe gerammelt wie ein Truthahn. So an die 10 Mal, mein Lieber. Diese Prozedur kennt das Team von Christiansen. Jeden Montag holt die Christiansen Geschichten raus, die absolut nicht sendefähig sind. Wir müssen den Raum verlassen. 16 Uhr. Wir sind zum Interview mit Christiansen verabredet. Herein! Haut ab, Mensch, hab keine Lust mehr, sonst reiß ich euch den Kopf ab. Frau Christiansen. Ist manchmal sehr launisch. Und wer hält jetzt die Zigarette hier? Ich habe richtig Angst vor ihr. Aber trotzdem, man kann nicht sagen, sie macht ihre Sache sehr gut. So, Herr Riester, das ist für Sie. Walter Riester bekommt seit der ersten Sendung von Frau Christiansen eine übergezogen. Was zu Anfang wie pure Aggression wirkte, wird mittlerweile vom Feuilleton gefeiert. Hinter dem Schlagen steckt eine subtile Botschaft. Riester bricht mit der Tradition. Wie heißt es doch so schön, wenn du die rechte Wange hinhältst, musst du auch die linke hinhalten. Riester verweigert diese aber. Riester lässt sich auf die rechte Backe schlagen. Schläge gegen rechts. Rechts muss vermöbelt werden. Das will er uns damit sagen. So ein Quatsch. Ich kriege einfach jedes Mal eins auf die Fresse. So sieht es aus. Es ist kurz nach 9:30. Christiansen begrüßt die Gäste in der Garderobe. Bildungsministerin Edelgard Buhlmann soll immer nervös sein vor Auftritten. Christiansen beruhigt, vermittelt, besänftigt. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie werden das schon schaffen. Bis gleich. Es ist 21.45 Uhr. Christiansen ist heiß. Die Sendung beginnt und damit heißt es wieder... Hallo und herzlich willkommen zu Sabine Christiansen.